And next up, I would like to ask Thomas to take the stage again. He's brought another guest for us in his interview series from Brand 1, talking about how the net can be or become a learning machine. We switch into German, though. Well, that's okay. Ja, herzlichen Dank. Danke, dass wir wieder hier sein dürfen bei unserer kleinen Serie zu der Frage, wie viel Informationen können wir eigentlich ins Netz reinbringen, um Wissen wieder herauszuholen. Wir haben jetzt jemanden zu uns auf die Bühne geladen, den ich eigentlich immer dann anrufe, wenn ich als Journalist irgendwie mit einem IT-Feld zu tun habe, mit dem ich mich nicht so gut auskenne und erstmal jemanden brauche, der mir ein bisschen hilft, ein paar Dinge zu verstehen. Jürgen Erbeldinger ist zum einen Mathematiker, er ist Volkswirt, er ist Gründer einer innovativen Managementberatung namens Partake. Er ist, was bist du noch? Ganz viel bist du? Unternehmer. Unternehmer. Auch Vordenker. Vordenker. Also zumindest, was du auch noch bist, ist Co-Autor, nämlich unseres aktuellen Buchs. Wir haben zusammen ein Buch geschrieben über Design Thinking und ich freue mich jetzt sehr, dass wir eine Viertelstunde Zeit haben, um uns mit der Frage zu beschäftigen, inwieweit hat das Internet im Kontext Wissensökonomie die Wertschöpfung verändert. Danke. Lass uns setzen. Jürgen, im Grunde der Begriff Wissensökonomie wäre im Grunde ohne das zentrale Medium Internet gar nicht denkbar gewesen. Jetzt wird uns seit 15 Jahren, 20 Jahren versprochen, dass im Grunde Wertschöpfung sich komplett von Kopf auf die Füße stellen wird und wieder umgekehrt und wie auch immer. Bei einer realistischen Betrachtung, wie hat die Digitalisierung von Informationen und deren Vernetzung in einem Ding namens Internet Wertschöpfung verändert in den letzten 20 Jahren? Ich denke, wir müssen da drei große Abschnitte sehen. Die beiden ersten sind schon Vergangenheit, der dritte Abschnitt ist Zukunft. Information at your fingertips, Bill Gates auf der CeBIT. Information ist verfügbar, die Kosten für Informationsbeschaffung sinken. Höhepunkt davon ist ein Geschäftsmodell wie Google. Wir können Information unentgeltlich bekommen. Das war der erste Schritt. Da sieht man, wie radikal sich Wertschöpfung verändert hat. Früher war Wissen Macht und Wissen war Geld. Der zweite Schritt, ganz eng mit der Anytime, Anywhere, also Mobile Device verbunden. Überall kann ich Informationen abrufen und ich kann Informationen reinstellen. Das hat zu Local-Based Services geführt. Das hat zu solchen Sachen geführt, dass Twitter, Facebook, das Social Media kombiniert mit der Information, wer bin ich, was mache ich, ganz neue Modelle bringt. Die dritte, und das wird die spannendste Form, das ist wie eine exponentielle Kurve. Und die fängt jetzt erst an. Ich kann zukünftig über die Cloud meine Daten überall abrufen und ich kann Software, die heute noch irrsinnig teuer ist, Prozesssoftware, Anwendungssoftware, zukünftig für ein kleines Geld selbst zusammenstellen. Das heißt, das, was heute eine Bank kann, ein Kontoeröffnungsprozess, kann ich zukünftig als Privatmann. Da liegt das nächste große Thema. Diese Geschäftsmodelle, diese Wertschöpfungsveränderung wird die nächsten Jahre prägen. Und das wird eine große Sache, das wird nichts Kleines. Das hört sich für mich mal wieder so ein bisschen an wie das hohe Lied der Digitalisierung. Hurra! Eine neue Stufe der Wertschöpfung kommt, eine neue Stufe intelligenter Verknüpfung von Daten, die wieder was ganz Neues bringt. Was viele Leute heute bereits feststellen, ist, das hat im Grunde digitale Technologie schon immer versprochen. Sie ist ja irgendwie immer als Großmaul auf die Welt gekommen und dann hat sie nicht geliefert oder ist sehr, sehr viel später geliefert. Bevor wir über die Chancen und Potenziale reden, lass uns mal kurz darüber reden, wie Datenüberfluss, unsere Unfähigkeit, mit dieser Informationsmenge sinnvoll umzugehen, das alles hemmt, was du gerade beschrieben hast. Ganz wichtiger Punkt. Ich glaube, dass der gezielte Umgang mit dem Computer immer eine Frage braucht und die heißt, was will ich wissen? Wenn ich die nicht als erstes stelle, dann ist der Computer immer mit Überforderungen verbunden, auch das Internet und jedes Modell. Und deswegen glaube ich, wir brauchen eher eine Ausbildung in die Richtung, dass die Leute, die Anwender, die Anwenderinnen lernen, diese Frage, was will ich wissen, vernünftig zu stellen. Das ist einerseits eine Medienkompetenz, also wie mache ich das konkret? Es ist vor allen Dingen aber eine Geisteshaltung, sich klarzumachen, es gibt Dinge, wo es heute keine Lösung gibt oder es gibt Dinge, von denen ich glaube, dass sie eine Lösung haben. Ein Dogma, ein Glaubenssatz, der als wahr, als Naturgesetz angenommen wird, aber gar keins ist. Die zu hinterfragen, das wird zukünftig die Schlüsselkompetenz sein. Und dann ist die Kombination aus, ich habe unglaublich schnellen Zugang zu Daten, ich habe unglaublich hohe Rechenkapazitäten, die ich im Netz, im Cloud, in der Kombination bekomme, die wird bahnbrechend sein. Aber dafür brauche ich Kompetenz und das
muss der Mensch leisten, das muss die Ausbildung leisten. Wer kann das schon heute gut? Ich denke, es gibt viele Pioniere der ersten und zweiten Wertschöpfungswelle, die gezeigt haben, dass sie das können, dass sie genau dieses Dogmen zu erkennen und Dogmen zu invertieren als Grundlage ihres Erfolgs haben. Nehmen wir nochmal Google, oft zitiert, bleibe ich mal bei Google, wir organisieren das Wissen der Welt neu. Wie sexy ist das denn? Großartig. Damit ziehe ich Leute an, damit ziehe ich intellektuelles Kapital an. Gleichzeitig verbinde ich das mit dem Thema, deine Art zu fragen, verkaufe ich per Werbung. Okay, aber per se war das erstmal das Versprechen des Internets. Ich organisiere das Wissen der Welt neu. Und eine Firma, die sich dieses große Versprechen einfach mal als Unternehmensmission oder Unternehmensvision gegriffen hat, oder? Verstehe ich das richtig? Ja, aber es war kein Zufall. Die haben mit einer Methode gearbeitet, die haben mit Design Thinking gearbeitet, die haben mit Kreativansätzen gearbeitet, um darauf zu kommen. Das war kein Zufall. Und ich glaube, das wird von vielen verschätzt oder viele nehmen das nicht ernst, dass Innovation strukturiert entsteht. Man macht nicht morgens auf und sagt, hoi, morgen bin ich Google. Das ist es nicht. Sondern tatsächlich muss ich mich stufenweise der Frage nähern, welche Potenziale liegen denn darin, wenn es mir gelingt, ein Dogma zu erkennen. Mein Lieblingsbeispiel ist Henry Ford. Henry Ford wird immer mit dem Taylorismus, also mit dem Arbeiten am Band verbunden. Die große Leistung von ihm war eine ganz andere. Damals glaubte man, mehr Geld macht die Leute faul. Deswegen hat man schlecht bezahlt. Er hat gesagt, nein, mehr Geld sorgt für mehr Bindung und dann kann ich die Fließbandproduktion einführen. Das zu erkennen, das kann man systematisch machen, digging the dogma. Genau daran müssen wir arbeiten, dass wir mehr Leute haben, die kritisch hinterfragen und aus den erkannten Schlüssen anfangen, Geschäftsmodelle zu entwickeln. Dann kriegen wir auch Google in Deutschland. Verstehe. Mit anderen Worten, innovativer werden. Denn wenn ich dich richtig verstehe, bedeutet das, was du ja sagst, dass in dem Moment, wo du ein Dogma erkennst und es umdrehst, du entschlüsselst zu einer, mindestens einer Innovation, aber vermutlich zu einer disruptiven Innovation in der Hand hältst. Ja, ganz klar, ja. Wie? Du oder ich? Du. Was bedeutet das für unter dem Hintergrund, dass Digitalisierung Innovationszyklen radikal beschleunigt hat? Das ist eine ganz große Frage. Es hat zwei Dimensionen. Einmal, es hat es radikal beschleunigt und wird es weiterhin beschleunigen. Das Zweite aber, und da liegt ein ganz großer qualitativer Sprung drin. Früher konnte ich Wettbewerb auf der Prozessebene machen. Wenn ich wusste, wie ich einen bestimmten Vorgang optimal organisiere, dann war das ein Wettbewerbsvorteil. Jetzt laufen aber Heerscharen von Beratern durch die Gegend, die machen Benchmark. Gleichzeitig ist der Prozess im Internet verfügbar. Das heißt, der Wettbewerbsvorteil auf der Prozessebene, der wird wegfallen. Das wird viele Industrien erschüttern. Ich hatte es eben schon mal mit Banken gemacht. Das wird die Banken erschüttern, dass diese Prozesse nicht mehr differenzieren. Die werden wahrscheinlich verschwinden. Das zweithöhere nach der Innovationspyramide, nach dem Prozess kommt das Produkt. Das Produkt wird immer schwerer schützbar sein. Eigentumsrechte müssen neu definiert und gedacht werden. Das ist ein Prozess, an dem kommen wir nicht vorbei. Ich glaube, dass Produkte kaum mehr schützbar sind. Also muss ich die nächsthöhere Ebene gehen. Geschäftsmodelle, danach kommen Marken, danach kommt Management und dann kommt das Meaning. Das ist das, was ich in Zukunft immer schneller können muss. Und da wird uns der Computer keine große Hilfe sein, sondern er wird es noch komplizierter machen, weil er uns eine Vielzahl von Möglichkeiten bietet. Ja, zumal der Computer per se erstmal Wettbewerbsvorteile auf den unteren Ebenen nivelliert. Nivelliert, ganz genau. Das heißt, wir brauchen noch stärker die Kompetenz zur Innovation. Wir müssen noch stärker an diesem Thema, wie finde ich Ansatzpunkte für innovative Geschäftsmodelle, Marken, Managementsysteme gehen, weil der Computer die unteren Sachen nivelliert. Vielleicht wird er sogar die Geschäftsmodelle nivellieren. Wenn wir das sehen, was beispielsweise Copycats machen, das wird in Zukunft so sein, dass dieses Wissen, wie geht ein Geschäftsmodell, abrufbar ist. Das heißt, ich habe eine Idee und dann frage ich, welches Geschäftsmodell passt dazu. Es gibt ja heute schon so Lean 7, es gibt nur noch 7 Geschäftsmodelle im Internet. Glaube ich persönlich nicht, sind wahrscheinlich 8. Ne? Wichtig ist rauszufinden, das wird der nächste Schritt. Wir müssen also immer weiter nach oben in den Wertepyramiden. Wir müssen immer stärker an die Emotionen. Und da gibt es ganz andere Werkzeuge, als heute in der Ausbildung da sind. Das ist die nächste Generation von Unternehmern, die wir da ausbilden müssen. Das ist noch ganz wenig da. Ein Versprechen, das Internet im Kontext Innovation abgegeben hat, vor 5 bis 8 Jahren, war Open Innovation. Unternehmen werden dann in der Wertschöpfung deutlich effizienter werden, neue Felder erschließen können, wenn sie ihre Unternehmensmauern, ihre Toren öffnen
für die Kreativität der vielen, für die Weisheit der vielen. Meine Wahrnehmung und die vieler Technikjournalisten, Kollegen, ist die, so richtig geliefert hat der Ansatz bisher nicht. Teilst du diese Wahrnehmung? Die teile ich absolut. Der Ansatz hat noch nicht geliefert, aber das heißt nicht, wenn der nächste Sprung kommt, dass nicht diese Hürde fällt. Wir sehen beispielsweise in der Pharmaindustrie, dass einerseits erzwungen durch die Regulation, aber auch durch die Unzufriedenheit mit dem Vorgehen der Branche, jetzt ein Druck da ist, Testserien zu veröffentlichen. Das hat eine neue Qualität. Heute dokumentieren wir positives Wissen. Also wir zeigen, was geht, wir zeigen aber nicht, was nicht geht. Das Interessante bei dem, was nicht geht, ist ganz oft, dass es in dem Zeitpunkt mit dem Team in dem Kontext nicht ging. Wenn ich das öffne und jetzt möglichst viele Zeitpunkte, möglichst viele Teams und möglichst viele Kontexte auf die Frage lasse, entsteht ein unglaublicher Reichtum an möglichen Innovationen. Die nächsten Geschäftsmodelle werden sein, ich dokumentiere mein Negativwissen, das, was nicht geklappt hat, und partizipiere an dem Nutzen davon, wenn Dritte das gehen. Das wird genauso bahnbrechend wie Google sein. Wer das als Geschäftsmodell formuliert, der hat den nächsten großen Diamanten. Und der ist groß, der Diamant. Das ist das Auge von China. Die SAP fängt an mit einem ganz spannenden Projekt. Die machen momentan, betrieben durch den Hasso Plattner natürlich, das Thema Design Thinking und Räume des Scheiterns. Die spielen wenigstens mal mit dem Wort. Und ich glaube auch, dass die anfangen, durch eine flächendeckende Ausbildung ein größeres Verständnis bei ihren Mitarbeiterinnen dafür zu erzeugen, um was es da geht. Die sind da weit. Das ist noch nicht die Ende der Entwicklung, aber das ist auf jeden Fall die richtige Richtung. Und wir sehen es auch zunehmend bei anderen Häusern in der Telekommunikationsindustrie, 2, 3 Kunden, der eine im Ausland, die genau die Richtung gehen, die erkannt haben, wir müssen Unternehmenskulturen hin zu Transformationskapazität verändern, wir müssen das Scheitern dokumentieren, da liegen Potenziale. Da ist einfach mal Swisscom neben SAP eine der innovativsten Firmen in dem Feld. Aber das ist ein Anfänger, das ist nicht das Ende von der Bewegung, das ist der Anfang von der Bewegung. Wie würde dann monetarisiert, bekommen dann die Firmen, die ihr Scheitern dokumentiert haben, Lizenzen für Startups oder Anteile von Startups, die auf Basis des so hat es nicht geklappt, etwas schaffen, was geklappt hat? Das sind jetzt die alten Wertschöpfungsmodelle, also der Goldrausch hat vor allen Dingen die Industrie für Schaufeln beflügelt. Internet 2.0 hat die Infrastrukturen beflügelt. Vielleicht wird der nächste große Punkt dann diejenigen beflügeln, die dafür die Technologie herstellen, damit die Geschäftsmodelle gehen. Ich glaube aber, dass ähnlich wie das, was bei Google passiert ist, dass wir Verhalten gegen Klicks, gegen Werbeeinnahmen tauschen, auf einer anderen Ebene auch wieder möglich ist. Jetzt die bittere Nachricht, wenn ich wüsste, wie es geht, würde ich es erstmal selbst machen, bevor ich sie erzähle. Die für dich bittere Nachricht. Genau, wenn ich es wüsste, ja. Genau. Hast du denn eine Erklärung dafür, warum Open Innovation so weit hinter den Erwartungen zurückgeblieben ist? Ne? Also da kennt man so Innocentive, dann gibt es irgendwie 3 Ideenwettbewerbe, wo irgendwie so was Halbgares bei rumgekommen ist, aber mehr ist nicht. Warum hat es nicht geklappt? Das hörte sich, als es beschrieben war, wir übertragen die Wikipedia-Mechaniken auf den Innovationsprozess, alles so schlüssig und so wunderbar an. Das ist eine Kulturtechnik, die man braucht. Das fällt unglaublich schwer, das, was man gelernt hat, als positiv abzulegen und zu invertieren. Und heute lernt man, Wissen ist Macht, Herrschaftswissen, hierarchisches Wissen. Das wird uns von klein auf im Prinzip trainiert. Und da loszulassen, das geht nicht von heute auf morgen. Und ich vergleiche es eher mit der Open-Source-Szene, wie lange Open-Source gebraucht hat, um sich wirklich durchzusetzen. Und sie sind heute in den Server-Anwendungen führend, sie sind bei weitem noch nicht in den Desktop-Anwendungen führend. Das wird genauso ein Lernprozess sein, der nach dem ersten Absinken einen neuen Hype bekommt und dann funktionieren wird. Und Open Innovation ist auch nicht genau die richtige Bezeichnung. Es ist wirklich eine neue Technologie, das, was zukünftig die Rechner und das Netz können, ist nochmal eine andere Dimension als das, was wir heute sehen. Also das Moore-Gesetz gilt immer noch, wir beschleunigen immer noch und das wird andere Möglichkeiten geben. Und wer wirklich versteht, die richtigen Fragen zu stellen, aus dem Scheitern zu lernen, der hat einfach eine Goldgrube und wenn sich das rumspricht, dann kommt es. Und dieser Beweis, wenn der da ist, dass wir den Markt zünden. Werden vernetzte IT-Systeme irgendwann unter Umständen so intelligent sein, dass sie zumindest ein Teil des Kerns der Innovation, die Ideenfindung, das Prüfen der Innovation automatisiert übernehmen können? Nein. Also ganz klar nein. Da muss man, ich bin von Hause aus Mathematiker, Volkswirt, Unmathematiker und
Es gibt einen Mathematiker, den ich sehr schätze, Kurt Gödel, der hat gezeigt, ich glaube 1930, 31, es gibt Dinge, die sind nicht entscheidbar. Vorher glaubte man, entweder wahr oder falsch digital. Ja? Er hat dann einen sehr eleganten Beweis geführt, es gibt Dinge, die sind nicht entscheidbar. Damit kann der Computer nicht umgehen. Dementsprechend wird der Computer nie mit diesem Thema, etwas ist nicht entscheidbar und deswegen die Grundlage für Innovation handeln können. Ich nehme es wirklich nochmal ganz eng in den Gödelschens Unvollständigkeitssatz rein. Hinreichend einfache Systeme, und der Computer ist ein hinreichend einfaches System, axiomatisches System, wird nie in der Lage sein, das Thema, ich bin nicht entscheidbar, zu erkennen. Das kann er per se nicht. Deswegen glaube ich nicht, dass es sowas geben wird wie künstliche Kreativität. Also da bin ich der festen Überzeugung als Mathematiker, da muss man erstmal den Kurt Gödel widerlegen. Weil das war fundamental für die Zeit damals. Man hat ihn auch direkt aus der mathematischen Gesellschaft ausgeschlossen daraufhin. Was ja ein gutes Zeichen ist. Ja. Wenn man vom Mainstream ausgeschlossen wird, dann bedeutet das ja in der Regel, dass man was gefunden hat. Dann hat man ein Dogma gefunden und hat es umgedreht. Genau. Hat er was draus gemacht? Ja, er war dann nachher Professor in Princeton und durchaus vermögend mit seinen Ansätzen. Also er hat noch ein paar Sachen gezeigt, die sehr cool sind, aber das ist natürlich wirklich ein Dogma gewesen. Es gibt nur wahr oder falsch Hilbertraum und er konnte zeigen, das stimmt nicht. Es gibt Dinge, die bleiben unentscheidbar. Die können wir mit unserer Logik nicht entscheiden. Ja? Und damit ist dem Computer eine Grenze gesetzt. Der laplastische Dämon ist damit gebändigt. Das ist eine unglaublich große Leistung. Wäre sowas wenigstens auf niederer Ebene denkbar, dass man jetzt auf einer Ebene der prozessoralen Innovation oder der inkrementellen Innovation über Wahrscheinlichkeiten zu etwas kommt, wo sagt, das ist wahrscheinlich der bessere Weg und deswegen gehen wir den? Auch da glaube ich persönlich nein. Die Frage ist tatsächlich immer, was will ich wissen? Das kann nur der Mensch leisten, also diese Intuition. Wenn ich dem Computer sage, zeig mir bitte mal alle denkbaren Möglichkeiten, die Permutation, dann steigt die Permutation, also die Menge der Möglichkeiten, deutlich schneller als die Menge der Informationen. Wenn ich zwei Informationen habe und eine dritte kommt dazu, dann kann ich die dritte mit den ersten beiden kombinieren. Einfache Fakultätsrechnung. Deswegen wird es uns nicht gelingen, je größer die Informationsmenge ist, immer mehr Vergleiche zu ziehen. Das heißt, der Computer muss wirklich eine Frage haben, zeig mir bitte diese Sachen und einen guten Filter. Und das Filtern, das wird der Computer zukünftig cool können. Das erleben wir heute in den sozialen Netzwerken schon. Also die klassische Frage, wie räume ich zukünftig meine Mailbox auf, hat vorhin ein Kollege vorgeschlagen, indem ich sehe, wer von meinen Kollegen hat empfohlen, dass ich das Ding lesen soll. Ja, das ist natürlich die Hölle, was wir da gerade machen, aber dann sehe ich sofort, aha, da hat jemand die Empfehlung von dir und was weiß ich, von einem anderen Kollegen, dann lese ich die Mail, wenn die Empfehlung nicht mehr drauf ist, lese ich sie nicht mehr. Das sind Filtersysteme, die zukünftig kommen. Und die haben auch ihre Risiken in sich, jeder ist seine eigene Stasi. Das wird ganz, ganz schwierig, was da kommt. Aber das hilft uns nicht bei Innovation. Das ist eher wieder ein Punkt, wo wir lernen müssen, mit den Medien umzugehen. Also ich kann noch darauf hören, in meinem Umfeld, wessen E-Mail es wert ist, gelesen zu werden. Das ist ja im Grunde das, was Social Software macht oder was auch Social Media macht, indem es wichtige Informationen immer wieder nach oben in den Stream reinspült, sodass ich sie dann irgendwann vielleicht wahrnehme. Aber the bottom line ist, selber denken bleibt das Gebot der Stunde, oder? Genau, selber denken ist das, was man machen muss und lernen muss wahrscheinlich, weil es eine andere Art von Denken und Beurteilen ist. Vielen Dank. Ich habe viel gelernt. Du hast viel gedacht. Vielen Dank. Bis bald. Bis bald. Dankeschön. Jürgen Erbeldinger.